Ja, hallo Leute, da bin ich wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Video. Diesmal nehme ich mit meiner Handykamera auf, das erste Mal, denn die Qualität ist einfach sehr geil, wie ich hier sehe. Und ich habe gerade meine Kamera nicht zur Hand, deswegen muss ich auch das Handy nehmen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser oder schlechter findet. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie gesagt, und ihr seht hier schon die Karten aus Generationen und oben im Videotitel steht, dass das Set finally completed ist, beziehungsweise wollte ich das Set schnell voll haben, weil ich nicht von jedem Laden zu Laden rennen wollte, um mir halt Boxen zu gucken, um nach Boxen zu gucken, weil ich halt nicht weiß, wie selten die kommenden Boxen, Celebi, Hierarchy und so weiter noch werden. Deswegen habe ich geguckt, wo ich die Karten schnell voll bekommen kann. Ich werde trotzdem natürlich noch die anderen Boxen, ein paar davon öffnen. Für euch aber, wie gesagt, das Set ist completed. Mit Hilfe vieler tollen YouTuber und anderen Kollegen von Gruppen und so weiter und so fort. Fühlt euch angesprochen, ich kann jetzt nicht alle sagen, nur Terrorkrümel will ich auf jeden Fall grüßen. Julian von PlayOn, Demon Malinka Bell, die machen heute ihr erstes Video. Checkt den Kanal auf jeden Fall aus. Und ja, die Kanalbeschreibung kann ich unten reinsetzen vielleicht. Und ja, vielen Dank, fühle ich mich einfach angesprochen. Ich kann jetzt nicht alles sagen, auf jeden Fall. Die Leute wissen, wo die Karten herkommen. Und jetzt geht's los. Hier haben wir Bisaflor EX. Die Karten sind diesmal alle deutsch. Ich habe diesmal einmal Wert drauf gelegt, dass alle Karten deutsch sind. Sonst ist mir das ja eigentlich egal. Hier haben wir das Bisaflor EX, Mega Bisaflor EX, Raupi, Safcon, Smetbo, Paras, Parasect, Tangela, Pinsir. Dann ein Folipurba EX, Glurak EX, das geile Mega Glurak EX, das ist der Wahnsinn. Malinka Bell, Hammer. Vielen Dank nochmal dafür. Vulnona EX, Punita Galoppa, Magma, Turtok, Mega Turtok. Das hat mir am Ende noch gefehlt hier, das Mega Turtok. Dann haben wir Mushas, Austos, Krabi, Carpador. Dann das Garados, das geile Aquana EX. Da hatte ich ein englisches, ja, dem YouTuber, der YouTuberin, den beiden war es egal, ob sie jetzt ein deutsches oder englisches haben, deswegen habe ich Englisch gegen Deutsch getauscht, plus noch was anderes, jetzt habe ich ein deutsches, dann hier ein Arctos Full Art, das hat mir am Ende noch mit dem Turtok, mit dem Mega, wie gesagt, noch gefehlt, das ist wunderbar, die Karte ist der Wahnsinn, guckt euch das an, wie geil die ist, Arctos Full Art, dann Pikachu Raichu, dann geht es weiter mit Blitzer EX, das ist auch sehr, sehr teuer und spielbar geworden. Dann haben wir das Zapdos Full Art, auch eine mega nice Karte. Vieles habe ich ja, wie gesagt, nicht im Video geöffnet. Deswegen seht ihr hier Karten, die ihr noch nicht gesehen habt. Vielleicht, dann haben wir Zubat, Golbat, Flegmon, Nibulak, die ganz normalen Gengar Holo. Psiagon EX habe ich mir gekauft bei eBay. War eigentlich ziemlich günstig, 15 Euro kann man nehmen dafür. Dikta, Diktri, Macholo, Mashok, Machomai Holo, Kleinstein, Georock, Geowatz Holo. Dann haben wir das Geowatz gleich mal in EX. Hatte ich auch in Englisch, habe ich jetzt auf Deutsch eingeordnet. Dann haben wir hier Kikli, Nocturne, Rihorn, Pipi, Pixie, Pantimos, Mauzi, Snubilikat. Viele Reprints dabei, viele neue auch. Dodu, Dodri, Tauros aus Dschungel, glaube ich, war das erste Mal. Relaxo, Citro, der Schmetterhammer, Energieumschalter, Evo Brause, den Imakuni. Dann hier haben wir die Wartung, den Top-Beleber, Astrid, Pokéball, Pokémon Sender Dame, der Fanclub, Revitalizer, hier ist er, Revitalisierer heißt er auf Deutsch. Auch eine sehr, sehr spielbare, teure Karte, rote Karte, Shauna, also Sana. Dann haben wir hier Team Flair-Rüpel, die Doppel-Fablos-Energie, dann alle anderen Energien, die war die letzte, die mir gefehlt hat. Dann hier die anderen Karten. Dann die Radiant Collection. Jetzt kommen wir zur Radiant Collection. Hier ist das Endivie, da hier das Knilz, das Glumanda, das Gutexo, das Glurak Holo, Radiant Collection, Flamare EX, Schnepke, Frostecie, Raichu, Dedenne, wohin genau, Schluckpuck. Einfach ein super geiles Set ist das. Hierachi Holo, dann hier Psiaugum, Psiau, dann hier Iveltal, Flavibe, Floet. Flauschling, Sabayone, Felinara EX, Dianzi, Wablu, Altaria, Datiri, die Blumenkrone, der Heiko,
Und zu guter Letzt die Full Arts, das wunderbare Flamara EX. Das ist auch eine mega, mega gute spielbare Karte. Dann hier das Pikachu Reprint, ist auch das beste Pikachu, was man so im Deck spielen kann. Das Gardevoir EX Full Art und das Mega Gardevoir EX dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und das geile Felinara EX Full Art, das ist der Mega. Das ist wirklich der Mega, nicht das ist Mega, sondern das ist der Mega. Das muss man so aussprechen. Ja. Das ist einfach geil, weil es einfach, das ist der Wahnsinn mit dem Evoli im Hintergrund. Und hier haben wir das Mew aus der Box. Ja. Wie gesagt, eine wunderbare Collection und wunderbares Set geht zu Ende hiermit. Auf jeden Fall Wahnsinn, diese Packs und dieser Ansturm auf diese Packs, diese Karten haben das auf jeden Fall verdient. Wunderbar, genial, 20 Jahre Pokémon. Und ja, das war's von dem Set. Ich hoffe, das mit dem Video im Handy hier ist okay. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr besser findet. Das war's von mir, ich hoffe, das funktioniert alles. Und ein WWE-Video kommt schon bald, ich denke morgen, übermorgen. Wird ein kleines Update von WWE-Zeug kommen. Das war's von mir. Ja, und ich sag tschüss, bis dann. Und checkt auf jeden Fall heute noch den Kanal aus. Von den anderen, die ich erwähnt habe. Kommt auf jeden Fall der Link in die Beschreibung. Ciao, Leute.